Das ist er, der Nissan Qashqai. Was heißt eigentlich Qashqai? Wissen Sie das? Ich weiß es. Qashqai heißt ein weiterziehendes Nomadenvolk und das hat dadurch immer wieder Veränderungen. Und Nissan hat sich mit dem Qashqai gedacht, für den bewusstesten Namen für die Veränderung. Sieht der nicht schick aus? Eine super sportlich elegante Linienführung. Wir sehen, wie sauber der schön gestaltete Scheinwerfer in die Karosserie übergeht. Die großen Außenspiegel auch in Fahrzeugfarbe lackiert. Wenn wir ein bisschen höher gehen, sehen wir eine super tolle Dachreling, die sich auch hervorragend nochmal in diese ganze Karosserie einfügt. Man kann sagen, da haben die Fahrzeugdesigner sich richtig was einfallen lassen, ein zeitgemäßes, modernes und schickes Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Wir sehen hier, die hinteren Scheiben sind getönt, also die Seitenfenster, die kleinen Dreiecksfenster und selbstverständlich auch die Heckscheibe, damit die Sonne nicht so stark hineinscheint. Die Rückleuchten wie die vorderen Scheinwerfer sind harmonisch in die Karosserie eingebunden und auch gleichzeitig betonen sie den Übergang zur Heckklappe, wo die geteilte Rückleuchte sichtbar ist. Schauen wir uns den Kofferraum an, denn der hat es in sich. Schauen Sie mal, wie schön breit der Kofferraum ist. Kaum Radkästen sind angefallen und eine super ebene Ladefläche. Da geht wirklich viel rein. Die Heckablage ist schnell rausgemacht und die Rücksitzläden sind umlegbar ein Drittel zu zwei Drittel, sodass Sie einen kleinen Kombi haben. Schick! Diese Felge, die gefällt mir besonders gut. Sie unterstreicht die Sportlichkeit des Fahrzeugs und gleichzeitig die Eleganz. Wir sehen hier das Multifunktionslenkrad. Man kann von dieser Seite aus Radio und Bordcomputer sowie die Freisprechanlage bedienen. Und hier haben wir eine Geschwindigkeitsregelanlage, die man auch vom Lenkrad aus bedienen kann. Ein sehr übersichtliches Cockpit. Alles ist da, wo es hingehört, nicht irgendwie durcheinander. Man kann alles sehr gut ablesen. Im mittleren Display sehen wir zum Beispiel, ob eine Tür auf ist, ob man angeschnallt ist. Und wir sehen gerade die Gradzahl. Hier ist 13 Grad. Genau das richtige Wetter, um einen Qashqai-Probe zu fahren. Dieses Fahrzeug ist mit dem Nissan Connect-System ausgestattet. Das Connect-System ist hier Radio- und Navigationssystem integriert in einem. Wir sehen hier auf dem Bildschirm das Radio. Man kann hier in der Liste sich seine Sender abspeichern. Wir können darüber über Bluetooth freisprechen. Sehen Sie dieses Knöpfchen hier? Einmal draufdrücken und die Spiegel klappen automatisch an. Total praktisch. Das Panoramaglasdach, ganz fantastisch. Sie haben einen super tollen Lichteinfall hier im Fahrzeug. Es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Und wem es zu grell ist, der kann es dann einfach wieder zuschieben. Das Wandervolk namens Qashqai hat früher auch einen eigenen Regentanz aufgeführt. Den hat man dann hier in Form eines Regensensors wieder eingeführt. Sagenhaft! Wie von Zauberhand! Wenn ich die Fahrertür sehe von einem Qashqai, wissen Sie, was ich dann für ein Bedürfnis habe? Einsteigen und losfahren.